herzlich willkommen zu unseren Heimatgeschichten. Jede Woche stellen wir Ihnen eine Gemeinde vor und erzählen Ihnen Geschichten aus dem Ort. Diese Woche sind wir in der Marktgemeinde Manching. Dort waren wir natürlich im Kelten- und Römermuseum, haben einen Zauberer kennengelernt und den Ortschronisten Max Schmidtner. Und heute zeigen wir Ihnen ein architektonisches Schmuckstück. Die evangelisch-lutherische Friedenskirche des Münchner Architekten und Regierungsbaumeisters Olaf Andreas Gulbrandsson aus dem Jahre 1958. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute sind wir hier in Manching an einem ganz geschichtsträchtigen Ort. Und da habe ich den Herr Oelker neben mir. Hallo. Hallo, grüß und Gott. Und Sie wissen mehr über diesen Ort, gell? Was war hier alles schon? Ja, Manching ist im letzten Jahr, im Ende des 19. Jahrhunderts eine Festungsstadt geworden von der Festung Ingolstadt, die Sie hier sehen. Ja. Da ist das Fort 8 in Manching. Und dieses Fort hat zu dieser Festung gehört. Hier sieht man den Grundriss, wie es damals schon aussah. Und hat im Zweiten Weltkrieg, am Ende des Zweiten Weltkrieges, in den letzten 8 Monaten vor Kriegsende, hat dieses Fort traurige Berühmtheit gefunden, weil hier 200 Kriegsgefangene aus München ausgelagert wurden. Nicht Kriegsgefangene, Gefangene der Nazis aus dem Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis. Und sie sollten in München vor den Bomben der Alliierten geschützt werden und lieber hier in Manching dem Henker der Nazis zugeführt werden. 80 von diesen oder 76 von diesen 200 sind erschossen worden. Ja. Das heißt, es war also hier im Zweiten Weltkrieg ein Gefängnis. Es war ein Gefängnis im Zweiten. Nach dem Krieg ist es gesprengt worden und dann ist auf den Grundmauern dieses Forts diese schöne Kirche erbaut worden, aus den Steinen des Forts. Okay, also man wollte das auch nicht als Denkmal stehen lassen, sondern man hat es wirklich zerstört. Ja, die Amis haben es zerstört. Aha. Ja, die Amis haben es zerstört. Ja. Das sieht man hier so ein bisschen so an den da unten. Das sind zerstörte Gewölbe, da sind die Sachen zerstört. Und das ist der Eingang. Das Gebäude steht heute noch, aber das ist total zugewachsen. Okay, dann schauen wir doch mal zu diesem Tor. Das ist jetzt hier der Eingangsweg ins alte Fort. Und wir gehen jetzt den Weg in das Fort hinein. Da hinten der Hügel, den uns die Kamera gleich zeigen wird. Das ist das alte Zentralgebäude von dem Fort, was damals durch die Sprengung nicht kaputt gegangen ist. Und alles andere ist kaputt gegangen, ist gesprengt worden. Da kann man aber nicht rein. Nein, da kann man nicht rein, das ist einsturzgefährdet. Hier links und rechts sind noch zwei kleine Teiche. Diese kleinen Teiche sind die Reste von dem Umflutgraben, den es damals gab. Und der Gulbrandsson hatte dann den Auftrag, auf diesem Grundstück, was die evangelische Kirche gekriegt hat, eine Kirche zu bauen. Aber er hatte die Randbedingung, dass der Weg nicht berührt werden durfte durch den Bau der Kirche. Er hatte einen Entwurf vorgelegt, wo hier so ein Pfeiler war, der auf dem Weg war. Den durfte er nicht umsetzen, weil das Denkmalschutzamt schon damals was dagegen hatte. Also die wollten immer noch zeigen, den alten Weg vom Vor, dass der bleibt. Ja, den alten Weg, der gehört dazu. Ja. Mhm. Und seine Frau, die habe ich Anfang der 2000 Jahre, habe ich Frau Gulbrandsson noch kennengelernt, die hat uns dann erzählt, ihr Mann hat sinngemäß gesagt, wenn ich die Kirche nicht so bauen darf, wie ich sie will, dann muss ich halt den Weg überbauen. Ach so. Und dann hat er diesen Torbogen erfunden. Ja. Und er braucht diese Stütze und diesen Torbogen, um die unsymmetrischen Kräfte, die statischen unsymmetrischen Kräfte aus dem Dach abzustützen, damit die Wand nicht einstürzt. Ah. Und so ist das gebaut worden. Und so ist dieser Torbogen entspannen, der charakteristische. Und dann charakteristisch für Gulbrandsson ist, dass er dann in diese Stützen die offenen Glocken reingebaut hat und damit noch dem Ganzen einen besonderen Aspekt gegeben hat. Ne? Und er hat dann dieses Gebäude
Hier links stand das Torhaus vom Fort. Das ist dann abgerissen worden, bevor die Kirche gebaut wurde. Sie sehen da diese kleine Mauer. Das ist noch eine alte Vormauer. Und da hinten die Mauer ist auch eine Vormauer. Und an der höchsten Stelle steht das Kreuz, um den Leuten zu zeigen, für was dieses Gebäude dient. Das Kreuz steht auf einer Kugel und das soll bedeuten, dass die Erlösung Christi für die ganze Welt gilt. Das ist so die allgemeine Bedeutung. In früheren Zeiten war diese Kugel aus Glas. Manchinger Lausbuben haben die aber immer wieder gerne mit Steinen kaputt gemacht. Und irgendwann war es dann zu teuer und dann hat man diese Metallkugel dahingesetzt. Der Querbalken unten von dem Kreuz, das ist eine Besonderheit, die man nur an dieser Kirche findet. An anderen Kirchen hat Gulbrandsson das auch gemacht, aber in anderer Weise. Und man kann jetzt interpretieren, dass das die beiden Kreuze sind von den Tschechern, die mit Christus gekreuzigt wurden. Man kann aber auch interpretieren, dass links Maria ist und rechts der Jünger Johannes, die mit Jesus am Kreuz standen, als er starb. Also ich vermute, dass Maria und Johannes das gemeint ist, weil wenn wir dann reingehen und uns das Fenster angucken, da ist es dann so. Okay, ja? Dann schauen wir mal weiter. Ja? Bevor wir noch den Innenraum der Kirche anschauen, machen wir eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Die Steine, die Olaf Andreas Gulbrandsson für die Friedenskirche benutzt hat, sind Steine mit ganz viel Geschichte. Denn sie sind die Originalsteine des ehemaligen Forts hier in Manching. Hans-Christoph Oelker führt uns von der Rückseite der Kirche jetzt über den Nebeneingang zum Haupteingang. Das ist der Seiteneingang zur Kirche. Der Seiteneingang ist mit Kupferblech verkleidet. Und in dieses Kupferblech ist ein Fisch eingestanzt worden, wie Sie da sehen. Und der Fisch ist ein christliches Geheimzeichen, das schon im Mittelalter ganz bekannt war und noch früher. Der griechische Name für Fisch heißt Ichthus und die Anfangsbuchstaben sagen, übersetzt in deutsche Sprache, Jesus Christus, der Retter der Welt. Und deshalb ist der Fisch und das ist von Gulbrandsson so gemacht worden. Der Griff ist das Auge und ich finde, das ist ganz schön. Man sieht es heute nur nicht mehr so schön, weil es halt alt ist. Es ist jetzt fast 70 Jahre alt. So, das ist ja ganz clean. Ja, also. Diese Kirche besticht durch ihre Einfachheit, ja. Durch ihre Schlichtheit. Und daraus resultiert eine Schönheit, die bewundernswert ist. Ja? Und man fühlt sich sofort geborgen, wenn man in diese Kirche reinkommt. Mir geht es jedenfalls so. Diese Fenster interpretieren wir so, dass der Architekt mit diesen Dachschindeln, die davor sind, die Gitter vor den Todeszellen im Vor- und nachempfinden wollte. Und das hier mit in das Gebäude genommen hat. Genauso wie die Steine, aus denen die Mauern gebaut sind, ja auch die Bruchsteine des ehemaligen Forts sind. Und damit wird die Kirche zu einem lebenden Denkmal, was unter Benutzung ist, gegen Gewaltherrschaft und für Frieden. Und deswegen heißt sie ja auch Friedenskirche. Und besonders fällt natürlich das schöne Fenster. Das Glasfenster. Das Glasfenster ist aber erst später gebaut worden. Ach so. Das Glasfenster ist erst 1964 fertig geworden. Als die Kirche gebaut wurde, war da weiße Milchglasscheibe drin. Und auf der Milchglasscheibe stand drauf, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Aus dem Johannesevangelium im 13. Kapitel, was ja auch die Motivation ist, diese Kirche Friedenskirche zu nennen. Und das Ganze ist im Kreuz, denn der Text in
der Bibel, geht weiter, dass ihr euch untereinander liebet, gleich wie ich euch geliebt habe. Und diese Liebe Jesu Christi zu den Menschen ist ja dadurch zum Ausdruck gekommen, dass er am Kreuz dann gestorben ist. Und erst Anfang der 60er Jahre hatte man genügend Geld, um dieses schöne Buntglasfenster zu machen. Das hat ein Künstler aus München gemacht, der auch aus der Schule von Gulronson Vater kommt, Arno Brumberger. Und dann ist dieses schöne Bild geworden. Und man sieht ja genau, jetzt, was ich vorhin beim Kreuz schon sagte, dass links steht die Mutter Maria und rechts steht der Jünger Johannes. Und so wird das dann auch draußen vom Kreuz her gemeint sein. Ne? Aber das war natürlich dann in Abstimmung mit Gulbrandsson. Nein, hat dann nicht mehr gelebt. Ach, wirklich? Das war als das danach gemacht wurde, hat er nicht mehr gelebt. Okay. Der ist 1961 gestorben. Aber das hatte er dann gar nicht so bunt geplant wahrscheinlich. Ja, er hatte schon was geplant, aber es war damals kein Geld dafür da, um das zu machen. Mhm. Ja? Und das ist eine lange Geschichte jetzt, dieses Kreuz, das... ist für die 5 Minuten, die wir hier haben, zu kurz. Ja. Also die ganze Inneneinrichtung dieser Kirche, wir haben ja schon geredet, die Lampen, der Altar, die Kerzenständer, das Taufbecken, das ist alles von Gulbrandsson entworfen worden. Und es ist so gebaut worden, wie es der Künstler haben wollte. Ja, es ist wirklich also ein wunderschöner Raum. Auch so schön, wie die Decke dann auch die Form nachzeichnet. Ja, und das ist künstlich gemacht, da ist ja dieser Einsatz da drin. Ja. Und da, wo die höchste Stelle vom Dach innen ist, das ist genau da der Punkt, wo der Pfarrer steht und am Gottesdienst die Gemeinde segnet, das Abendmahl feiert. Das ist genau da, um das Göttliche da zu zeigen. Ne? Ja, vielen Dank, Herr Oelker, also dass Sie uns dieses Schmuckstück hier gezeigt haben. Gerne, mache ich immer wieder gerne. Ja eben, Sie machen ja auch Führungen. Ja. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie mal eine Führung machen wollen hier in der schönen Friedenskirche, dann wenden Sie sich an Herrn Oelker. Evangelische Kirchengemeinde Manching und die vermitteln mich dann. Genau, ja? Das war's aus Manching. Machen Sie es gut, Wiederschauen. Ade.